Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Folge, denn heute würde ich sagen, bauen wir einfach mal unsere kleine Hütte hier mal weiter, denn wir haben das ja irgendwann mal aufgehört und fertig ist es ja noch gar nicht, ne? Ich meine, hier fehlen halt noch Sachen, ne? Zum Beispiel wie Fenster. Wir haben hier keine verdammten Fenster. Und ja, das Ganze ist natürlich blöd und sieht kacke aus, deswegen dachte ich mir so, hey, kann man ja eigentlich mal so weiterbauen. Ne, warum denn nicht so Motto? Ne? Deswegen würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Aber dafür brauchen wir auch erstmal Schaufeln. Achso, Schaufel haben wir sogar noch im Inventar. Ja, das ist ja nice. So, den Driss, alles hier brauchen wir aber nicht. Denn wir müssen uns für Fenster tatsächlich erstmal Sand besorgen. Und wo kriegen wir Sand? Ja, in der Wüste. Da wir aber keine Wüste hier in der Nähe haben, müssen uns da ein bisschen anders behelfen. Und zwar gehen wir einfach hier zum Strand. Ne? So, der Strand wird uns hier genug Sand geben. Genau. Später in irgendeiner XY-Folge wird auch hier mal so eine Art richtiger Weg hier durchführen. Ne? Weil hier ist ja auch schon so Wasser. Ne? Es wird so gesehen ein Wasserweg dann wahrscheinlich später werden. Und dann, ja, kann man zum Meer schwimmen, ne? Genau. So, ist jetzt die Frage, wo baue ich Sand ab? Weil ich will es eigentlich ziemlich unberührt aussehen lassen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Lama. Komm, scheiß drauf. Bauen wir es einfach hier ab. Hier ist am einfachsten. So. Später kann man es theoretisch wieder mit Erde auffüllen, wenn es wieder gut aussieht. Uns hier ein bisschen Sand ab. Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, Bäume wachsen nicht auf Sand. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. So. Ich glaube, das ist fake hier. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, ne? Also, das habe ich nie auch probiert, Bäume auf Sand zu pflanzen. Aber ich meine, die wachsen da nicht. Schon komisch. Aber egal, wir werden hier. Wenn wir hier. Ich höre einen Zombie. Das ist beunruhigend. Ich meine, wir haben eh Eisenrüstung, also Zombie wird uns jetzt nicht töten. Aber wo ein Zombie ist, ist auch ein Creeper nicht fern. Deswegen mache ich mir da wiederum dann doch Sorgen. So, ich würde sagen, wir bauen noch hier diese Etage ab und danach ist erstmal gut. Da haben wir erstmal genug Glas. So. Ist eine richtige Sandbank hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich höre schon wieder einen Zombie. Ist hier irgendwie eine Höhle da drunter? Oder überraschen sie mich jetzt hier oben? Nee. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Oh, da ist ein Fisch. Da sind Fische. Seht ihr das? Fische. Warte, warte, warte. Ich meine, irgendwo. Ne, wir haben doch oben einen Teich. Wir haben aber da drin noch keine Fische. Ne, deswegen würde ich hier einfach mal sagen, wir. Ich hole mir kurz mal ein paar Eimer und snacken uns dann hier ein paar Fische. Ein paar Fischis. Ah, hier ist auch ein Höhleneingang. Interessant. Was nicht alles unter diesem Berg so passiert. Okay, da ist ein Schwein. Das Schwein ist ausgesperrt. So, jetzt haben wir natürlich hier keinen expliziten Eingang, hä? Ne, scheint nicht so zu sein. Aber wir können uns den Eingang bauen. Und zwar so, so. Wir müssen darauf erstmal die Zombies kommen, die mich hier überfallen möchten. So, jetzt brauchen wir ein Eimer. Am besten zwei oder drei. So, Eimer. Gib mir Eimer. Ich craft mir jetzt einfach schnell welche. Fischies, ich komme. So, ja, vier Eimer wollte ich jetzt nicht. Ich würde sagen, da waren drei Fische. Machen wir auch drei Eimer. Den restlichen Eisen behalte ich mal für Notfälle. So. Genau. So, jetzt bevor wir uns die Fischis holen. So. Ah. Scheißteil. So. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann so eine richtig krasse Fischsammlung in unserem Teich, ja? So exotische Fische, Kugelfisch. Irgendwelche bunten Fische. Es gibt ja viele Fische.
Wenn man so überlegt, früher in alten Minecraft-Tagen gab es einfach zwar auch Fische, aber die hast du nie gesehen. Die konntest du nur angeln. Da hast du auf einmal Fisch. Da gab es schon zwei Arten von Fischen, aber war schon strange. Mois! Hier waren Fische! Wo sind sie hin? So. Naja, bauen kann man das nicht, okay. Brauche ich wahrscheinlich eine Schere oder sowas. Hä, wo sind die Fische hin? Oh, sind die jetzt ernsthaft despawned? Ernsthaft? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen strange und blöd zugleich. Ey, jetzt waren die. F Mann! Was soll denn das? So ohne Scheiß. Fische AD. Egal, jetzt sind wir hier am Strand. Vielleicht sind hier auf der Schnelle ein paar Fische. Fischis. Ja, Fischis. Hier sind andere Fischis. So. Wir haben einen Fischi. So, aber wir brauchen jetzt mal wieder Luft. Und dann sind Delfine. Delfine kriegt man leider nicht so einfach gefangen. So. Ja. Dann snacke ich mir nochmal einen von euch. Sehr schön. Seid ihr andere Fischis? Nein, ihr seid die gleichen Fischis. Ihr seid die gleichen Fischis, okay. So, jetzt. Euch gefangen! Das war nicht die Fischis, die ich eigentlich gedacht hatte zu fangen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ist das jetzt auch erstmal egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall Fische. So schnell kann es gehen. So. Falls wir hier noch einen anderen Fisch zu sehen, dann würde ich einen von den drei Fischen wegschmeißen und den anderen noch mit dazu nehmen. Aber ich bezweifle, dass wir jetzt noch auf jemanden vorbeilaufen. So. Aber egal. Nebenmission, die nicht zur Hauptmission dieses Videos gehört, ist erledigt. Ich meine, man kennt es ja, ne? Man spielt Spiele, aber eigentlich nicht die Hauptmission, sondern eigentlich eher so die Nebenmission, ne? In GTA, das ist genauso, ne? Ich meine, ich spiele GTA nicht die Hauptmission, ich spiele einfach GTA, worauf ich halt gerade Bock habe, ne? Genau ist das hier auch gerade in Minecraft. So, Fischies. Herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. Fischies, Fischies. Yeah, Fischies. So, dann müssen wir jetzt aber auch erstmal schlafen. So, was wir hier brauchen, ist auf jeden Fall erstmal Glas. So, und schlafen. Gut. Wir haben Fischies. Kann man eigentlich welche züchten? Also so, dass sie sich vermehren oder vermehren sie sich automatisch? Das müsste ich mir mal ergoogeln wahrscheinlich. Weil davon habe ich nämlich auch keine Ahnung. So, können wir was gebrauchen? Was wir. Ja, das können wir gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, nein. Jetzt nimmt man doch hier so diese Steine mit. Haben wir hier oben was Gutes, was gebrauchen? Serious. Wir hatten Sand. Warum sagt mir der Simon? Wir hatten Sand. Oh Mann. Ja, gebratener Fisch, der lebt aber nicht mehr. Nee, ansonsten ist hier auch nichts Spannendes. Seetang. Ein Seetang kann man, glaube ich, auch auf dem See planten. Gucken wir mal, ob das geht. So. Ha! Seetang. So. Guck mal hier. Kriegt ihr sogar ein bisschen Seetang hier. So freundlich bin ich zu euch, Fische, ne? Das ist unglaublich. So, Seetang gewinnt ihr zurück.
Haben wir schon ein bisschen Glas? Ja, haben wir. So, ich schätze mal 9 Stück. Werden für den Anfang reichen. Ich meine, so viel haben wir jetzt auch nicht vor. Dann. Hallo Tiere, was geht? Genau, wir brauchen hier aber trotzdem noch ein bisschen von dir. So. Aber wir haben keine Kohle. That's a big problem. So. Machen wir uns erstmal kurz Holzkohle. Gut, aber es nützt trotzdem nichts. Der Boden muss erstmal hier raus. So. Ja, die Leiter hier, die ist auch für den Müll. So. Genau, was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht bleibt das hier so wiesenmäßig. Aber auf jeden Fall, was hier hinkommt, ist einmal dieses Stein. Und genau. So, und dann würde ich hier sagen, kommt sonst das hier hin. So, in welche Richtung? Okay, in diese Richtung war das. So. Genau, sieht das schon viel heimischer aus. Was wir uns ja auch noch craften müssen, wären Leitern. So, Leitern, wenn ich mich noch recht erinnere, gingen eigentlich nur mit Stöcken. Und zwar waren die so, ja. Genau. Okay, 3 Stück ist vielleicht ein bisschen wenig. Okay, verstehe. Die Leiter wird dann wohl nicht da in die Ecke, weil es geht nämlich mit 2 Stock nicht. Leute, haben wir kein Holz mehr? Okay, krass. Wir haben ziemlich genau das Holz aufgebraucht, hätte ich nicht gedacht. So. Denn wir müssen das Holz jetzt eins nach da versetzen. Denn der Weg ist tatsächlich hier hin. Denn hier kommt jetzt die Leiter hin. So, theoretisch kommt man halt, ne, wird noch eine Leiter kommen, aber es ist jetzt auch erstmal nebensächlich. So, dann würde das, oder? Nein, hier oben wollte ich so Kisten hinstellen an dieser Position, genau. Also hier kommt ein Fenster hin und hier kommt ein Fenster hin, hier, 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 hier. Oh, fuck. Da kam kein Fenster hin. Autsch. Hier kommen die Fenster hin, genau. So, Kisten. Wir wollten Kisten. Haben wir noch Kisten? Warum sage ich Kisten? So komisch. Ich weiß es nicht. Es sind halt Kisten. So, genau, machen wir jetzt ein bisschen Holz und dann. So, 2 Kisten. Kommen wir dann nach oben. Weil unterm Glas kann man die nämlich noch öffnen. Das ist halt ganz geil. So, ja, dann ist halt die Überlegung, ob man hier auch statt so ein Teil dann ein Crafting Table oder Ofen hinmacht, ne? So. Machen wir erstmal ein Crafting Table, dann muss ich was snacken. Snacken. Ja, die wild laufende Kuh in meinem Reservoir hier, ne? Also wirklich, diese Kuh. So, jetzt haben wir hier noch ein Crafting Table, der müsste aber eigentlich auch mal weg. So, machen wir den hier mal ab. Genau. So. Gut. So, jetzt haben wir hier, meine Güte, genau, kommt ja auch erstmal weg. So, hier vorne würde ich sagen, bleibt es erstmal frei. Hier würde, wenn überhaupt, nur eine Tür hinkommen. Das bedeutet, es wäre hier so gesehen zu, hier auch. So, da fehlt mir jetzt halt so ein Teil. Aber deswegen, genau, wollte ich hier auch noch bisschen was davon. So, ja. Genau, jetzt kann man es hier unten einrichten. So, wenn es da die Leiter ist, so. Dann
Kiste, Kiste, Kiste. Keine Kiste, 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 theoretisch. Ne? Oder Kiste, Kiste, Kiste. Dann hier irgendwas. Ich würde sagen, wir machen das hier mal so. Und machen das dann. Ne, wir machen hier nur einen Ofen hin. So, und das machen wir dann so. Ne, dann sieht so aus, als würde der Ablüftungsschacht nach da gehen. Okay, dann. Ich brauche mehr Kisten. Weil es wird ja auch so ein kleines Kistenlager hier. Ne, aber auch nur für die Tiere hier, ne, was man von Tieren bekommt, etc. Ne, das wird nicht mal ein allgemeines Kistenlager. So, genau, dann wäre hier Kiste, Kiste. Dann würden hier zum Beispiel Bilderrahmen hängen, ne, mit dem Tier so gesehen, oder ein Schild mit dem Tier, was halt kommen würde. Genau, jetzt haben wir hier noch ein Crafting Table, den Crafting Table. Ah, tun wir einfach mal hier hin. Wir haben echt keine Stöcke mehr. Ja, machen wir uns mal kurz Stöcke, weil wir brauchen auch nämlich noch eine Leiter. Leiter, Leiter, Leiter. Ah. Was war das denn? Falsches Material. Egal. So. Genau, jetzt haben wir hier wieder Leitern. Dann jetzt kann ich nämlich da oben auch hin. So. Dann brauche ich trotzdem noch hier. Denn dahin kommt es noch. Und dahin und dahin. So. Halt jetzt hier diese Leiter. Genau. Beleuchtung fehlt zwar hier auch noch komplett, ne? Aber egal. So, haben wir hier zufällig eine Tür? Nein, haben wir nicht. Eine Tür können wir uns aber auch direkt erstmal craften. So. Genau. Ne, ich würde das nicht in diese Richtung hier bauen, sondern die Tür sollte nach außen. Ich habe gehört. Das bedeutet, der Händler ist hier in der Nähe. Hier ist ein Händler. Irgendwo. Ne, das Ding ist halt, meine Lamas, die verschwinden halt auch immer wieder. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum. Ne? Das ist immer sehr belastend. Ja, belastend kann man es schon nennen eigentlich. So, dann, ja, ist hier oben erstmal finito. Zwar kann man noch Sachen hier hinplanten, aber ich will jetzt auch nicht zu viel machen. So. Aber das Positive, ja, daran ist, wenn der Typ jetzt hier ist. So, wir haben sogar noch die Eimer hier. Perfekt. Okay, dann brauche ich noch den Zaun. Dann würde ich sagen, luchse ich mal den Typen doch mal seine Lamas ab. Ich brauche dafür erstmal Wasser. Wasser und Wasser. Eigentlich brauche ich nur einmal Wasser, aber egal, zur Not mehrere. Und dann gucken wir, wo der Typ ist. Der war ja in der Nähe. Das bedeutet, der wird... ist jetzt Nacht. Okay, kacke, ich gehe jetzt erst schlafen. Da. Na, da auch gerade unsere Base noch keine Safe Base ist. Au, 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 au. Das war der falsche Weg. Würde ich sagen, wollen wir es mal hier nicht übertreiben. Es ist doch nachts! Okay, von dieser Sicht nicht mehr. Hier schon. Grrr. Lass mich schlafen. Lass mich schlafen! Ja! Das will mich nicht schlafen lassen. Ah, der Sand ist gleich fertig. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So. Digga. Also sehe ich schon die Sterne. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Jetzt akzeptiert das Minecraft auch, dass es Nacht ist, ne? Aber gut. Dann frisch in den Tag gestartet und gucken wir mal, ob wir den ominösen Händler finden, ha? So. Ja, irgendwo wird er hier sein. So. Wo ist er denn? Ah ja, genau, hier wieder da drunter. Wie früher. Kugelfisch! Cool, aber ich habe leider nicht so viel. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal
kurz. So. Nein! Fuck! Ach, Dude, warum hast du dich bewegt? Jetzt mal ganz im Ernst. Da unten warst du perfekt, jo. Da konnte ich dich eigentlich gut einsperren, aber nein, du hast dich eine Sekunde zu früh bewegt. So. Okay, Digga, jetzt mal, wenn ich Zaun plante. Geht wieder weg hier, ne? So. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Unten ist wenigstens eine gerade Fläche. Ja, der hört genau zu. Der hört genau zu. Wir haben diese Nebenmission, die alles verabverlangen hier. Ja. Weiter. Komm, geh weiter. Perfekt. So. Jetzt können wir ihn nämlich wegschwimmen lassen. So. Tschüss. Weil irgendwann reißen nämlich die Leinen, weil die Tiere können ja nicht hinterher. Das ist so das Primärziel hier. So, irgendwann reißen die Leinen. So, irgendwann. Bald, 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 bald. Noch nicht, okay. Dann muss ich ihnen vielleicht noch ein bisschen helfen. So. Ja, jetzt sind sie gerissen. Jetzt sind sie gerissen. Sehr schön. Das freut mich doch. So, ihr habt jetzt zwei Leinen für mich. Sehr schön. Gute Tiere. So, genau. Einmal zack und zack. Und dann 1, 2 und 3. So. Okay, dann kommt mal her. Ihr Tierchen. Und, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich euch jetzt da drauf bekomme. Denn ich habe noch keinen Eingang gebaut. Aber egal. Wir werden es herausfinden, würde ich sagen. Wir werden es herausfinden. Gehen wir mal einfach mal hier hin. Auf der anderen Seite wird es ein bisschen easy besser sein. So, jetzt kommen meine Lamas. Ihr seid super Lamas. So, ihr seid jetzt meins. Ich hab euch gesnackt, ganz offiziell. So. Auch wenn ich mich echt frage, warum ihr eigentlich jedes Mal verschwindet. Aber egal. So. Gut, ja, es tut jetzt weh, wenn ich das jetzt mache. Aber egal, mir bleibt keine Wahl. So, jetzt kommt rein. So, damit ich aber die Grundstruktur nicht vergesse. Kommt hier auch trotzdem erstmal hier wieder das hin. Zombies können sowieso nicht rein, weil es zwei Blöcke hoch ist. Man muss ja auch nicht übertreiben, ne? So, jetzt kommt... Ja, ihr Lamas. So. Seid auf jeden Fall etwas flexibler als... Hier so... Oh, als ob ihr da durchpasst! Ich bin begeistert. Okay. So, genau. Da ihr immer flieht, werde ich euch wahrscheinlich erstmal daran binden. Ein Zaunfall hier. Damit ihr erstmal nicht abhaut hier. Scheiß Tiere. So. Aber egal. Zwischenmission ist auch erfüllt. Ne? Dementsprechend würde ich sagen, wenn ich auf die Zeit achte, haben wir schon eigentlich schon längst um. Aber egal, das war mir jetzt sehr wichtig, dass wir genau diese Tiere jetzt wiederbekommen. Warum auch die immer wieder verschwinden hier, ne? Keine Ahnung. Aber egal, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, Leute, dann würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber Leute, ich bin mal raus. Euer Bombard. Ciao.